Niemand Geringeres als David W. Bradley, der Schöpfer von Wizards and Warriors und der Wizardry-Reihe, hat sich nach 4 Jahren Schaffenspause wieder an die Tastatur gesetzt. Mit Dungeon Lords arbeitet er an einem für ihn ungewöhnlich actionreichen Rollenspiel. Als frisch im Land eingetroffene Abenteurer erschlagen sie ein Monster nach dem anderen, um neue Waffen und Zaubersprüche zu erhalten, um damit weitere Monster erschlagen zu können. Dennoch handelt es sich bei dem Spiel nicht nur um ein Diablo in 3D. Denn wie es sich für ein echtes Rollenspiel gehört, erzählt Dungeon Lords neben all den Kämpfen eine spannende Geschichte von einem belagerten Königreich, von einer Hochzeit mit politischem Hintergrund und vom plötzlichen Auftauchen böser magischer Mächte. Außerdem wird Dungeon Lords auch eine Charakterentwicklung bieten, die einem Rollenspiel tatsächlich gerecht wird. Sie investieren errungene Erfahrungspunkte in 6 Attribute wie Stärke, Ehre oder Intellekt und erhöhen so Widerstandsfähigkeit oder Durchschlagskraft. Zusätzlich spezialisieren sie ihren Charakter mit insgesamt 41 Fähigkeiten auf 6 Kategorien, etwa Angriff, Verteidigung oder Magie. Auch die Kämpfe gehen weit über das von Diablo gewohnte Muster hinaus. Wie beispielsweise in Gothic beherrscht ihre Spielfigur 3 unterschiedliche Attacken, die durch Druck auf die Maustaste in Verbindung mit einer Bewegungstaste ausgelöst werden. Zum Beispiel steht die Kombination Mausklick und Seitwärts für einen geschwungenen Hieb. Rückwärts löst hingegen einen Überkopfschlag aus. Angesichts der starken Konkurrenz im Rollenspielbereich wird David Bradley sicherlich keine Revolution auslösen wie noch vor 15 Jahren mit seiner Wizardry-Reihe. Das leicht zugängliche, aber dennoch komplexe Rollenspiel hat allerdings beste Chancen, in wenigen Monaten zum nächsten Gothic aufzusteigen.